Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Mario Maker 2. In der letzten Folge haben wir hier oben die Kanone, glaube ich, hingebaut. Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall wird gerade das Dach gebaut. Hier ist auch Sachen fertig. Und ich habe eben schon gesehen, man kann nämlich mit Rubbel Rubbel sprechen. Und der fragt dann, ich habe keine Aufträge mehr für dich, aber brauchst du vielleicht irgendwo Hilfe? Und dann sagt man hier, ja, vielleicht ja schon. Oh, schon gut. Du brauchst es nicht auszusprechen. Ich sehe das dann in deinen Augen. Du fragst dich, ob Leute wie wir je wieder glücklich werden können. Lass mich diese dunklen Zweifel in dein Herzen ausradieren. Los, schrei dir mit mir zusammen die Seele aus dem Leib. Nein, das tust du. Du sollst mir helfen. Der Dude ist immer noch komisch. Ich finde ihn sehr komisch. Ich weiß nicht, was ihr von ihm haltet. Ich finde ihn komisch. Wozu hast du das jetzt gemacht? Ja, das hat Spaß gemacht, Rubbel, Rubbel. Das war witzig. Hey, eigentlich wollte ich, dass er mit mir hier die Röhre runtergeht. Weil hier auf der linken Seite haben wir ja noch so ein paar von diesen braunen Dingern. Und der Rubbel, Rubbel mag doch keinen Braun. Guter Mann, Ehrenmann, Ehrenrubbel. Aber anscheinend juckt die das nicht. Na gut, dann habe ich aber noch gesehen, hier links ist auch noch der lila Tod. Und der denkt sich so, diese grauen Blöcke hier, die sind nicht so hübsch. Oh ja, diese grauen Blöcke, die sind ja echt scheiße, ne? Okay, dann machen wir mal seinen Auftrag. Diese Fragezeichenblöcke werden von den nervigen harten Blöcken darunter blockiert, aber selbst harte Blöcke sind nicht unkaputt machbar. Wir sollen einfach nur ins Ziel kommen mit irgendwas, mit dem Stachipanzer wahrscheinlich. Ja, erreiche das Ziel als Stachi-Mario. Ach so, der heißt dann auch anders, wenn er so einen Stachel auf dem Kopf hat. Alles klar. Da haben wir doch so einen Stachel. Und es ist anscheinend ein Nachtmodus. Stimmt, wir haben noch nie so einen Nachtmodus gesehen, oder? Es gibt ja auch solche Monde, die dann auch irgendwelche Sachen machen. Habe ich so tatsächlich... Oh, wirklich noch nicht gesehen. Ich vermute einfach mal, dass man nur am Anfang diesen Stachel bekommt. Deswegen habe ich mich da jetzt mal kurz umbringen lassen. Heißt aber auch, wir dürfen nirgendwo getroffen werden. Weil sonst sterben wir halt. Also da haben wir den Stachel nicht mehr und dann kommen wir nicht mehr wirklich ins Ziel. So, der bleibt ganz schön lange oben, ist die Sache. Man kann den ja an sich einfach mal wegmachen. Okay, was ist hier der Plan? Man kann ja schon eine Stampfattacke machen, ja. Wieso sehen die denn so anders? Oh, so anders aus. Das ist komisch. Und wie kriegt man das hier auf? Geht das auch irgendwie? Kann man so eine Sprungattacke oder so machen? Okay, kein Plan, wie ich da vorbeikommen soll. Ah, wahrscheinlich hätte man nur den linken Thwomp hier töten dürfen. Dann wäre der rechte da rechts rüber gegangen. Ich glaube, hier unten kann man stehen, oder? Ja. Okay, dann ist ja alles einfach. Ich finde diesen Hintergrund so schön. Der ist so beruhigend. Und er bewegt sich so ein ganz kleines bisschen. Oh, das ist ja alles wirklich beruhigend. Diese Schnecke ist auch schön langsam unterwegs. Das gefällt mir alles. Oh, was sind das denn da für Hieroglyphen oben? Aha! Das na, warte, warte. Da ist bestimmt irgendein Geheimnis. Sag ich doch. Habe ich es doch gewusst. Den will ich haben. Leben sind immer... Nein, gib mir das Leben. Hallo. Ich habe das entdeckt. Ich will es jetzt auch haben. Merci. Aber jetzt mal ohne Witz. Was sind das hier für Hieroglyphen? Nein. Hieroglyphen. Ja, als ob. Ich. Oh, was? Man kann sogar die Dinger kaputt machen. Okay, das habe ich wirklich nicht gewusst. Jetzt müssen wir aber ganz schnell sein, weil sonst verpassen wir unsere Mitfahrgelegenheit. Das ist nicht so schön. Hier sind doch. Nee. Oh, hier. Was? Wieso sind hier keine Steine? Oh, locker muss man sich hier ganz komisch nach oben buddeln. Aber da habe ich jetzt keine Lust zu. Hä? Um an die Münzen heranzukommen. So ganz verstehen tue ich das hier nicht. Da ist garantiert auch wieder irgendwas Geiles oben. Ein Pilz wäre mal ganz schön. Ein Sprung. Oh, okay. Gib mal her. Gib mal das Sprung. Hallo? Ich komme da oben nicht an. Oh, aber Sprungbrett. Come on. Die 50 Münzen hätte ich schon gern. Kann man das eigentlich einfach ablegen? Nee, er schmeißt es immer weg, ne? Okay, es wird garantiert in der Suppe landen. Okay, er schmeißt es gar nicht so weit weg. Dann können wir das bestimmt von hier aus werfen. Ja. So. Ich habe so das Gefühl, ich werde sterben, wenn ich das probiere. Aber egal. So, schön an die Ecke. Und hoch mit uns. Und das war so klar. Ach, so geht das. Okay, man muss das einfach davor nehmen. Oh Gott, okay. Und ich glaube, hier ist auch das Ende. Aber so eine 50er-Münze ist schon ganz geil. Ja, und hier gibt es bestimmt genau wieder so ein paar Blöcke. Dann kommt man doch easy peasy ins Ziel. Ja, nice. Das hat sich mega gelohnt. Ich glaube, wir kriegen jetzt an die 300 Münzen für dieses Level. Weil wir schon im Level selber 140 Münzen geholt haben. Ah, nee, wir kriegen doch nur die 140. Ah, er macht nur die Steine da weg, gell?
Setzt er sich jetzt auf so einen Stachel? Ja, Tatsache! Wie witzig ist das denn? Ja, sehr gut, kleiner Toad. Hast du fein gemacht. Bestimmt ist da wieder eine Ranke drin. Jetzt hat er die sogar die ganze Zeit auf. Witzig. Ach, wird auch immer mehr fertig. Ja, sobald sind wir wirklich fertig mit dem Story-Modus hier. Da, wieder so eine graue Blume. Die kennen wir doch schon. Superballblume! Neues Element erhalten. Du kannst es beim Levelbau im Spielthema Super Mario Bros. Verwenden. Ach, nur bei Super Mario Bros.? Also nur bei dem allerersten Mario-Stil. Okay. Und einen schönen Hut haben wir auch bekommen. Naja, schön ist so an sich Sache, aber wir können... Okay, wir können uns jetzt in Retro einstylen. Ist doch gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Danke, kleiner Toad. Hier müssen wir auch noch irgendwas machen mit diesen komischen... Ist das eine Glühbirne oder sowas? Würde ich sagen, machen wir aber noch ein paar weitere Aufträge, gell? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das wird hier über 100% rauslaufen, weil wir haben hier noch so viele Level übrig. Noch über 30 Level haben wir, aber wir haben nur noch 70% für die Burg. Ich glaube, die Burg wird vorher fertig, ehrlich gesagt. Wildes Wolkengehüpfe, klar, mache ich. Sammle mindestens 40 Münzen und erreiche das Ziel. Kriegen wir hin. Jo, und auch noch unter Zeitdruck, oder was? Nach 100 Sekunden, das langt doch. Langt doch easy. Okay. Da kommt Geld raus und... Also aus einem kommt Geld raus, aus den anderen... Hä, okay, nee, ich raff's doch nicht. Ab und zu kommt Geld raus und ab und zu kommt ein... Kugel will hier raus. Moment. Ich brauche nur 40 Münzen. Das heißt, noch eine 10er-Münze. Und dann geht's mir soweit ja ganz gut. Okay, so, geschafft. Jetzt nur nicht sterben und wieder weg. Die anderen Münzen sind mir so egal. Wäre da noch eine 30er oder 50er Münze, dann okay. Aber so, Hauptsache geschafft, würde ich sagen. Piep. Guck, wenn schon ein Level 2% bringt, wie weit soll denn das dann gehen? Okay, Lava Fit. Oh, ich hätte richtig gerne Wii-Fit-Version für die Switch. Switch you up oder sowas. Ich habe einen total funky Fitnesskurs gebaut, komplett mit steigender Lava und so. Leider ist er jetzt so schwierig, dass ich ihn nicht mehr schaffe. Will dich jemand anderes mal probieren? Klaro, kleiner Popstar. Ich frage mich, ob die Namen von den Erbauern hier tatsächlich auch dann immer derselbe Erbauer von Nintendo war. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass der Popstar immer der Shigi Maruto Kaluto war. Das fände ich witzig. So, oder ob die sich die Namen geteilt haben, ihr alter Ego. Hm. Okay, es ist so ein Level. Hatten wir, glaube ich, in der Story noch nie mit diesen Totenköpfen, oder? Bin mir ziemlich sicher, dass wir das noch nicht hatten. Die 30 Münzen hätte ich schon gern. Ist zwar riskant, übelst riskant sogar. Okay, wir müssen natürlich auch darauf achten, die Lava kommt halt die ganze Zeit von unten. Oh, ich hatte so Angst, dass das ein Troll ist. Mit der Grube da unten. Ich glaube, online wäre ich da nicht reingegangen. Also ich wäre da wahrscheinlich schon reingegangen und hätte das dann instant bereut. Denke ich mal. Okay. Aber im Story-Modus sind die zum Glück nicht so assig, dass sie da einfach so eine Falle einbauen, dass man dann da unten eingesperrt ist und dann einfach resetten muss. Ja, Mittelpunkt. Okay, ich glaube, die blauen Dinger sind schneller unterwegs. Ich bleib hier einfach stehen. Oh, okay, ich bleib doch nicht stehen. Lel. Das ist ja wie diese Elektro-Dinger früher. Oh. Wie diese Elektro-Dinger früher, wo man so einen Draht rumgetan hatte. Okay, ich muss hier auf jeden Fall... What the hell? Das ist voll schwer. Wie diese Elektro-Dinger, wo man früher ein... Okay, ganz spät abspringen und dann passt das schon. Okay. Ah, hier ist, da kommt noch mehr. Okay. Oh, geht noch weiter. Wieso? Oh Gott! Lava, why? Okay, da muss man auf jeden Fall warten, dass die Lava nach unten geht. Wie viele Leben habe ich noch? Ein oder? Ich habe nur noch ein Leben. Oh nein, bitte nicht. Warum habe ich nur noch ein Leben und wieso gibt es hier nicht noch mehr Leben? Hüpf. Und hüpf. Und hüpf. Und warten. Und hüpf. Und... Nein, zu früh! Zu früh! Jetzt darf ich das alles nochmal machen. Nein, warum? Schade, ja, du mich auch. Lol. Mann, Alter, jetzt kriege ich das nicht mehr hin. Aber wenigstens kriege ich so immer schön viel Geld, weil man verliert immer nur die Hälfte seiner Münzen. Und hier ist immer eine 30er Münze und das ist toll. So, okay, ich habe wieder 3 Versuche. Mal gucken, ob es was wird. Auf jeden Fall ist das so wie diese Drähte, die mit Strom... Hilfe, warten und hüpfen, okay. Wie diese Drähte mit Strom, wo man nicht gegen den Draht kommen darf, genau. Weil sonst macht das so ein Geräusch oder ein Stromschlag erwischt dich. Und ja, so, an das erinnert mich das gerade. Hüpf.
Wie schwer ist das denn bitte? Und warum habe ich ein Leben? Ach, ich habe ein Leben bekommen, weil ich 100 Münzen eingesammelt habe. Das ist natürlich witzig. Habe ich nochmal ein Probeding mehr hier. Ich glaube, das war doof. Diese Lava ist so assig. Hüpf. Hui. Gut, wir warten jetzt richtig lange, bis die Lava wieder runtergeht. Dann gehen wir jetzt runter. Dann haben wir nämlich ganz viel Zeit. Huh. Okay, ich weiß nicht, ob das gut ist, weiter vorne zu stehen oder nicht. Oh, da ist eine 50er-Münze. Ich habe die 50er-Münze bekommen. Die kann mir keiner mehr nehmen. Aber ich glaube, er hat sie mir nicht zugerechnet, oder? Ja, doch, vielleicht schon. Vielleicht hat er sie mir zugerechnet und dann sofort wieder die Hälfte der Münzen weggenommen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, da bin ich aber wirklich auf dem letzten Pixel hier. Oh, Jubby! Warten, 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 warten. Und bitteschön, Mario. It's your turn. Üp. Okay, also eigentlich wollen die, dass man hier überall hüpft. Oh, ich hab die 50er-Münze! Bitte sei Ende. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Okay, ich bleib hier einfach drauf. Ja, geschafft. Easy peasy. Meine Güte. Okay, das war gar nicht so einfach. Aber wir haben wieder richtig viele Münzen gesammelt. Da, da, da. Danke, ja, den Applaus habe ich mir verdient. Diese Ovationen hier. Oh ja, Reichtum kommt zu mir. Wieder 2% oder nur 1% diesmal? 1% nur. Aber wir kriegen jedes Mal, wenn wir ein Level abschließen, halt mindestens 1%. Das ist ultra heftig. Man könnte locker die ganze Zeit nur diese ganz einfachen Level machen und kriegt trotzdem die Story durch. Die unschaffbare Festung. Oh ja, noch eine Festung. Die mag ich ja so gerne. Diese Festung wird von Steinblöcken und Kettenhunden beschützt. Die wird Mario nie einnehmen. Die unschaffbare Festung von Papa von Anonym. Okay, und die meinten noch irgendwie in dem... Okay. In dem Text meinten die noch... Danke, kleiner Thorn. Kommst du wieder zurück? Schön. Dass, wenn man so einen Käferpanzer, so heißen die anscheinend, wenn man die in der Hand hält, dann kann man die sich auch aufsetzen... Ah, okay, wir brauchen noch einen. Ah, hier, guck, hier braucht man das. Die haben die jetzt in der Hand. Und wenn man jetzt nach unten drückt, dann kann man sich den auch aufsetzen. Wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Wie kriege ich den jetzt? Ja, oh, ah, jetzt ist er oben. Wieso ging das eben nicht? Egal. So, komm her, mach den Kettenhund weg. Dankeschön, lieber kleine Twump. Guck mal, der löst auch diese Dinge aus. Das ist ja übelst interessant. So, du kannst mal weg hier. Ich brauche nämlich keiner. Ich habe natürlich noch mein Teil. Ach so, das funktioniert ja auch mit Physik, ja? Oh, warte, 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 bleib hier. Hier, mach kaputt, danke. Dann nochmal weiter. Und hoch mit dir. Ah, nee. Der muss da oben hin. Aber mit Physik. Wir müssen das mit Schwung machen. Nee, hat nicht gelangt. Warum nicht? Wie viel Schwung brauche ich denn dafür? Ja, man muss so ein bisschen laufen, damit er das macht. Das ist ja witzig. Hätte ich nicht gedacht, dass die sowas drin haben. Also je mehr Schwung man hat, umso höher fliegt auch der Thwomp. Ist interessant, Leute. Das ist alles höchst interessant. Ich lerne hier so viele neue Dinge. Jeden Tag eine neue Tat oder so. Okay, keine Ahnung, ob wir die brauchen. Ich denke mal nicht. Ich hoffe, die gehen nicht so schnell nach unten, dass sie einen töten. Oh, okay. Das war. Nein, das war nicht so schnell. Oh Gott, schnell in den Mittelpunkt. Sonst mache ich hier wieder irgendeine Scheiße. Jetzt habe ich so ein Ding nicht mehr. Okay, den können wir locker auslösen, dass er den Powerblock dann nimmt. Eventuell. Komm, hier, mach den Powerblock kaputt. Danke. Ha, die töten sich einfach selber. Die sind also nicht die Schlauesten, diese Thwomps. Oh, oh. Oh, warte, warte, warte. Pilz, 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 Pilz. Oh, nee. Den hätte ich doch so gerne. Ich hätte doch so gerne diesen Pilz. Oh, er kommt tatsächlich zu mir. Schnell hüpfen. Ja, cool. Den hat er auch kaputt gemacht. Oh, okay. Ich gehe mal hier oben lang, ne? Ich glaube, das ist sicherer für mich. Noch eine 10er-Münze. Wir werden hier echt reich. Vor allem, wir brauchen... Oh, ein Miniboss. Okay. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, Werter. Oh, Moment. Hä? Nein, hallo? Nicht wegschubsen. Wegschubsen ist fies. Das gilt nicht. Klippo! Klippo! Ich bin hier im Klippo-Bereich. Oh Gott, Kettenhund! Hä, tut mir halt gar nicht weh. Ich dachte, sein Rotor wird mich jetzt voll zerhäckseln, aber scheinbar nicht. Na gut, tschüss, komischer Kettenhund. In. Ja, tschüss. Auf Wiedersehen. Ich dachte, ich würde ja jetzt zerhäckselt werden. Anscheinend geht das bei Mario nicht. So richtig schön. Ich weiß nicht, Leute. Früher musste ich halt immer auf meinen Weg zur Schule. Da kam ich auch immer an so ein Waldstück vorbei und da gab es auch so einen Häcksler, wo dann halt Holz reinkommt und auf der anderen Seite kommen dann so Sägespäne und so ein Kack raus, ne?
Also packst du einen Baumstumpf rein und auf der anderen Seite wird das dann klein gehäckselt und was weiß ich. Und ich habe mir irgendwie immer ausgemalt, ich weiß nicht, ob das vielleicht ganz normal ist oder nicht. Ich war da vielleicht 7 Jahre oder so, auf jeden Fall Grundschule. Und ich habe in meinem Kopf immer irgendwie gedacht, ja, da werden bestimmt auch ab und zu mal kleine Kinder reingeschmissen. Und werden da zerhäckselt und keinen interessiert. Ist das normales Denken für ein kleines Kind oder ist das eher ein bisschen Psycho? Weiß ich, Leute. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Beziehungsweise ich habe mir überlegt, ob ich da vielleicht mal jemanden reinschmeißen sollte. Wird schnell und unkompliziert gehen. Okay, Tiefsee-Hothead-Schlangen. Das hat mich nur gerade daran erinnert irgendwie. Mit diesem Zerhäckselungsding. Da kommen meine Kindheitserinnerungen wieder hoch. Und schon wieder ein Squall-Level. Warum auch nicht? Gibt ja noch so wenige in dieser Story. Können ja ruhig mal ein paar mehr Scroll-Level mit rein. Das ist voll unlogisch, dass es unter Wasser brennt. Wie können die hier überleben? Das geht doch gar nicht. Ja, ich sehe schon, das ist wieder ein langweiliges Level. Ja, wofür sind die jetzt da? Soll ich die retten? Soll ich die beschützen? Töten die den Fisch? Braten die den wenigstens, dass er schmeckt? Schade auch nicht. Nix stirbt hier. Was haben wir hier? Oh, eine Feuerblume. Können wir selber zum Feuermagier werden hier. Stirb, Feuer. Ich mach Feuer mit Feuer aus. Das ist die beste Taktik. Zerstörung mit Zerstörung. Heil machen. So, dieses Level ist langweilig. Ist es etwa schon vorbei? Das wäre ja voll schade. Diese Feuerdinger sind ja ganz schön riesig. Was hat das denn zu bedeuten, dass die so groß sind? Wollt ihr mir damit etwa etwas sagen? Oder reime ich hier ziemlich schlecht? Stirb, großer Fisch. Bla, 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 bla. Mann, und dann machen die einen so OP, dass man einfach eine Feuerpflanze hat. Oh, und dann geht er so lang dieses Level. Immer nur am Rummeckern, dieser Dizzy. Immer nur am Rummeckern. Oh, so viele. Boah. Wir haben 12 One-Ups bekommen. Das ist natürlich nett. Ja. Na, haben wir genug Geld? 1300? Hat das 1300 oder 1500 gekostet? 1300, perfekt. Ist, glaube ich, auch die letzte Sache fürs Schloss. Hä, sind wir dann wirklich fertig? Kann aber beginnen, ja. Und dann ist das Schloss fertig. Ich kann mir noch vorstellen, dass wenn das Schloss fertig ist, also wenn die Stufe da jetzt fertig ist, glaubt ihr, da kommt auch noch eine Rakete? Ich glaube nicht, aber dass hier dann noch ein Bild gemacht wird. Oder man muss noch irgendwie die Inneneinrichtung machen oder so. Ach nee, man kann ja gar nicht reingehen. Nee, dann keine Ahnung. Aber ich glaube, wir sind auf jeden Fall ziemlich nah dran am Ende. Wiedergänger in der Lava. Ich wusste nicht, was ich bauen sollte. Da habe ich einfach ein paar Knochen trocken genommen. Jetzt traue ich mich nicht mehr in den Level. Kann bitte irgendwer versuchen, alle Knochen trocken zu besiegen und es dann noch ins Ziel zu schaffen. Vorsicht vor Lava, der ängstliche Junge. 6 Stück Knochen trocken Dinger drin. Aber kommen die nicht immer wieder, diese Knochen trocken? Es sei denn, man packt sie in die Lava. Da bin ich ja mal gespannt. Hallo, ihr Knochentrockens. Ah, oh lol, okay, so sterben die tatsächlich? Hä, kann man die auch einfach mit unserem Schwanz hier kaputt machen? Ja, geil, einfach wegschwanzen. Oh. Und er sagt noch, Achtung vor der Lava, hätte ich mal auf ihn gehört. Man hat aber auch nicht viel Zeit, ehrlich gesagt. Ich glaube, man muss hier... Nein, ich glaube, man muss hier sehr schnell durch. Steigt ihr unaufhörlich? Geht ihr auch wieder runter? Okay, sehr gut. Da ich vermute, dass wir tatsächlich alle töten müssen. Das war vielleicht ein bisschen früher, aber hat ja noch geklappt. Okay, das war ja super einfach. Einfach wieder 2% mehr. What the hell? Die Blinkblockade. Okay, Dr. Wunderlich, kriegen wir hin. Wie wir Speedrun hier jetzt durch die Story mal ein bisschen durch. Ich will die endlich fertig haben. Level 49, Blinkblockade. Ich glaube, die Story ist da, interessiert euch auch nicht so wirklich, oder? Hä? Ah, ach so, Blinkdinger. Okay, verstanden. Ich dachte, ich muss selber was machen, aber nope. So, ja, dann fangen wir an zu blinken. Danke, 1, 2, 3 und hüpf. Das ist ja super einfach. Meint ihr, man kann die im Online-Modus auch einstellen, wie oft die blinken? Ups. Okay, das war ja super dumm. Warte, 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 ich muss doch da... Ach, Mann. Meint ihr, man kann die einstellen, dass die dann 5-mal blinken oder sowas? Oder für jedes Teil selbst einstellen, wie lange? Also, dass dann... Dass die roten zum Beispiel 5-mal blinken und die
blauen dann halt nur dreimal oder so? Warte, da oben ist doch bestimmt... Oh, come on, ey. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Oh, ich komme da nicht hoch. Jetzt, lass mich da doch einfach hoch. Da links ist locker irgendwas. Oh. Mann, Mario. Kennt Mario vor allem. Ich krieg das nicht hin. Ich bin zu blöd, hier drauf zu bleiben. Danke. Okay, das ist einfach nur eine Abkürzung, wie es aussieht. Tolle Abkürzung, wenn man da 10 Stunden... Was ist das denn für ein Viech? 100 Milliarden Stunden für braucht. Ich glaube, jetzt muss ich mich langsam ranhalten, dass wir das hier noch schaffen. Weggemiauzt. Oh, ich wollte doch da unten hin. Okay, wir können die noch mitnehmen. Wollen wir, das ist die Frage. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass wir das wollen. So, da müssen wir jetzt anscheinend da hoch. Hüpf, danke. Was haben wir denn hier oben? Okay, jetzt muss aber auch langsam das Ziel kommen. So langsam habe ich keine Zeit mehr hier. Eins, zwei, drei, danke. Ja, das ist schon das Ziel, oder? Schon, oder? Schon, ja, schon. Hüpf. Ich muss sagen, diese Katzenlevel sind bisher alle viel zu einfach. Aber ich mag diesen Catsuit trotzdem sehr gern. Gut, Faulpilzbefall. Okay, die schlechte Nachricht zuerst. Ich hatte eine Packung Superpilze ganz hinten im Kühlschrank vergessen. Und sie sind jetzt an Faulpilzen mutiert. Nee, zu Faulpilzen. Die gute Nachricht, die gibt es eigentlich nicht. Außer irgendjemand da draußen hat Spaß dran, vor Killerpilzen davon zu laufen. Oh nein. Die waren doch damals schon so gruselig. Ich mag diese Killerpilze nicht. Diese Faulpilze. Diese Zombie-Pilze. Bestimmt auch witzig, wenn man... Lol. Lol, in diesen sehen sie ja noch ganz anders aus. In diesem Stil. Wenn man einfach ein Level macht... Nein, ich will den Pilz. Wenn man einfach ein Level macht, wo ein 50 Stück von denen verfolgen oder so und die kommen dann von überall her. Das ist bestimmt auch ein witziges Level. Dann ist das wirklich so eine... Hey. Lol, ich kann die nicht mehr töten. Ist das wirklich so eine Zombie-Apokalypse? Und die kommen ja überall her. Ja, genau sowas wie hier. Sowas habe ich mir vorgestellt. Okay, tja. Was machen wir denn jetzt? Ja, kommt mal alle hier rüber. Ich muss nämlich relativ schnell hier runter. Dankeschön. Meint ihr, die kommen hier hoch? Nee, oder? Nee. Sind schon zu dumm dafür. Ist schon richtig. Tja, ihr komischen Zombies. Bin ich wohl zu schlau für euch. Ich glaube, man ist auch instant tot, wenn die einen treffen, oder? Also die machen eigentlich nur klein, sondern man ist einfach instant tot. Aber vermutlich doch nicht. Vermutlich machen die einen doch nur klein. Aber muss ja nicht sein. Das war ein 2 von 10er Reim. Ja, okay, easy. Oh yeah, Mario Time. Gut, dann würde ich sagen, mit diesen 80%, 20% fehlen noch. Das kriegen wir locker, easy, richtig schnell hin. Was ist dann am besten mit dieser Folge? Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. War wieder ein chilliger Part, glaube ich. Aber die ganze Story ist chillig, von daher. Alles cool. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Yeah.